Jet plane headed up to the sky. Spread wings and the clouds getting high. We ain't hit a rave in a while. So take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Moves that ain't never been planned. No goons that were never in gangs. Peace it up, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog mit Thomas hier, der einen Cappuccino trinkt. Stefan, der eine Kugel Eis isst. Was ist denn für ein schönes Eisstrich? Und ich Tomate Mozzarella Salat habe. Das ist übrigens mein allererstes Essen, deswegen. Und ja. Da schon Basilikum drauf. So. Was? Hier ist doch gar nichts drauf. Gut. Ich, das muss schwimmen da drin. Nein. Mach mal das Brot da weg. Gib mal die Flasche da rein. So, hier auch. Zack, jawohl. Ja, so sieht schon besser aus. Jetzt ordentlich Öl. Das ist kein Öl. Nein, jetzt ordentlich Öl. Das ist Öl. Ach so? Nee, das ist... Was ist, was denn sonst? Das Balsamico, das ja. Öl. Aber mach doch mal auf, wie viel mal. Aber nicht so viel, ich bin auf Diät. Ach du, Thomas, was hast du gemacht? Ja, aber wie geht's doch nicht anders? Natürlich, warte. So Leute, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Es ist jetzt schon etwas Zeit vergangen. Wir haben ja dann noch beim Venezia gesessen. Eine Kleinigkeit getrunken, was gegessen. Und vorhin habe ich noch einen Einkauf gemacht, weil morgen geht es ja nach Wolfsburg. 7 Days habe ich mir geholt. Ich bin ja mal gespannt. Tomate, Olive mit Oregano. Und damit habe ich mich heute Morgen das erste Mal geduscht. Mit dieser Pille hier. Nein, Spaß. Und ich muss ganz sagen, die ist ganz gut. Es riecht auch angenehm. Ja. Das zu den Sachen zu morgen. Morgen kommt ein FMA übrigens. Soweit kann ich euch das schon sagen. Und so ein paar Inspirationen aus Wolfsburg. Ich freue mich schon mega drauf. Und meine Mutter hat mir geschrieben, die Schwester Ursula, das ist nämlich eine Verwandte von meinem Papa, die sind angekommen, die sind aus Südamerika angekommen, also aus den Favelas in Rio und so. Und die kommen bald, also wir haben demnächst Besuch aus Brasilien. Ich bin ja mal mega gespannt, ich habe jetzt schon so ein kleines Geschenk, weil die Kinder in den Favelas, ich kann es nicht richtig aussprechen, bestimmt, haben ja nicht so die Sachen, die wir haben, so, ne, also ich würde auch sagen, nicht, dass wir reich sind oder sonst irgendwas, sondern eher so, ja, die haben, freuen sich auf wirklich, wenn sie so kleine Geschenke bekommen, so Süßigkeiten oder so, das kennen die gar nicht so richtig, oder so Malbücher oder so was. Und da habe ich den Malbüchern Süßigkeiten, werde ich da vielleicht auch nochmal reintun, dass die sich freuen, vielleicht über so ein paar Bonbons. Ich weiß nicht, ob sie ja alles mitnehmen dürfen, ob da überhaupt was zu essen mitgenommen werden darf, dies, das, Ananas. Also die muss ja auch erstmal in zwei Wochen in Quarantäne, das macht sie auch. Übrigens habe ich mit ihr auch noch mitgenommen. Na, Fischalle, kenne die bestimmt gar nicht aus Brasilien, ne? Also, ne, Faelas oder sowas. Nee, kennen die nicht. Und die kommt dann halt irgendwann mal zu besuchen so. Und schon cool. Also meine. Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit. Ich sage einfach nur Schwester Ursula, meine Schwester Ursula zu sehen. Ist wirklich eine Schwester, also so eine Art wie eine Nonne und so. Ich kann euch ja auch gerne mal ein Bild zeigen. Und zwar das da. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Oder am Ende des Videos. Das kann ich euch gerne das zeigen. Total süß. Das ist die ganz kleine. Und gerade nach Deutschland sind sie geflogen. Und die ist so süß. Und ich habe mal mit ihr telefoniert. Und die kann richtig gut Deutsch. Aber auch die ist Brasilianische und so. Das kann so. Englisch muss sie auch können. Also, ne? Das ist halt so das, was du kommen musst und so. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss, Leute. Bleibt gesund, fit und peace it up.